Eigentlich liegt es auf der Hand, doch für viele royalen Fans kam diese Nachricht trotzdem überraschend. Anlässlich des bevorstehenden 75. Geburtstags von Herzogin Camilla, 74, am 17. Juli veröffentlichte der Palast nun Aufnahmen der Ehefrau von Prinz Charles, 73. Auf den Fotos strahlt die Herzogin glücklich und erfüllt in die Linse, und hinter der Kamera steht keine geringere als Herzogin Kate, 40. Doch nicht nur die Bilder an sich sind eine kleine Sensation, auch die Geschichte dahinter ist durchaus erzählenswert. Herzogin Camilla, Schwiegermonster? Von wegen. Seit mehr als 20 Jahren muss Camilla damit leben, dass das britische Volk nach wie vor nicht mit ihr sympathisiert. In den Augen der Briten ist Camilla immer noch der Grund für das Eheaus von Charles und Diana. Als Prinz William, 40, und Prinz Harry, 37, durch die Hochzeit von Charles und Camilla im Jahr 2005 auch offiziell eine Stiefmutter bekamen, waren die royalen Fans alles andere als begeistert, schließlich kann niemand die Prinzessin der Herzen Diana ersetzen. Viele sind überzeugt, dass sich vor allem Camilla und William hinter den Kulissen nicht so gut verstehen, wie sie vorgeben. Doch den Spekulationen wollte die Herzogin nun wohl ein endgültiges Ende bereiten. Vielleicht auch deshalb äußerte sie den Wunsch, von ihrer Stiefschwiegertochter Herzogin Kate fotografiert zu werden. Die Aufnahmen können sich nicht nur sehen lassen, sie zeigen auch, dass Camilla keineswegs ein Schwiegermonster ist. Und, auch die talentierte Hobbyfotografin Kate sieht man hinter der Kamera in Action. Eine Aufnahme mit Seltenheitswert. Herzogin Camilla, Kate ist ihre engste Verbündete. Die beiden royalen Damen treten speziell in den letzten Monaten noch häufiger als sonst zusammen auf. Da Queen Elizabeth II, 96, aus gesundheitlichen Gründen immer kürzer tritt, sind oftmals alle Augen auf Charles, Camilla, William und Kate gerichtet. Charles' erstgeborener Sohn William und seine Frau unterstützen auch die Entscheidung der Queen, Camilla später einmal zur Königin zu machen. Und speziell beim Platinjubiläum der Monarchin Anfang Juni wurde deutlich, Kate ist Camillas engste Verbündete. Gemeinsam fuhr das royale Duo mit Kates Nachwuchs in einer Kutsche durch die Straßen Londons. Dabei wirkten die beiden sehr vertraut, lächelten sich immer wieder an und winkten fleißig dem Volk. Dass Kate ihre Stiefschwiegermutter jetzt auch oft vor der Kamera verewigte, für viele der Beweis, dass die beiden sich blind verstehen.